SAP-NZBD ist zugegebenermaßen ein sehr praktisches Programm, wenn man im Usenet unterwegs ist. Es vereinfacht viele Vorgänge und automatisiert auch einige Prozesse. Nun kann man ja SAP-NZBD lokal auf seinem eigenen PC installieren, man kann es im Heimnetz betreiben oder man kann es zugreifbar aus dem Internet machen. Für jede Betriebsmodi gelten jetzt aber verschiedene Sicherheitsmechanismen, die man beachten sollte. Und über die reden wir jetzt in diesem Video. Reden wir mal über die erste Möglichkeit. Ich lasse SAP-NZBD einfach auf meinem PC laufen. Das heißt, nur ich habe lokal Zugriff auf SAP-NZBD. Zumindest in der Standardeinstellung nach der Installation sollte das der Fall sein. In der Standardkonfiguration akzeptiert SAP-NZBD nur Anfragen vom lokalen PC. Das kann man hier an der IP-Adresse 127.0.0.1 erkennen. Steht hier zum Beispiel 4x die 0, dann werden auch Anfragen von anderen Geräten akzeptiert. Eine andere Idee, SAP-NZBD zu betreiben, ist halt im Heimnetz, zum Beispiel auf einem NAS oder einem Raspberry Pi. Das ist so ein bisschen die Konstellation mit einem Miniserver. Also ich habe das Ganze 24/7 laufen und habe den Vorteil, dass ich von allen Geräten im Heimnetz darauf zugreifen kann. Das heißt, ich kann von meinem Smartphone darauf zugreifen, ich kann aber auch von meinem PC und allen anderen Geräten darauf zugreifen. Das ist zum einen sehr praktisch, zum anderen hat es aber auch ein paar Gefahren und Risiken. Zum Beispiel kann ich ja Geräte in meinem Heimnetz haben, die von einem Virus befallen sind. Das können entweder eigene Geräte sein oder natürlich auch Geräte von Freunden, die ich bei mir mal ins WLAN gelassen habe. Sicherheitshalber sollte man deshalb zumindest in so einer Konstellation SAP-NZBD mit einem Passwort schützen. Eine SSL-Verschlüsselung mit HTTPS würde ich persönlich im Heimnetz als Overkill empfinden. Natürlich kann man hier mit selbstsignierten Zertifikaten arbeiten, aber das ist gerade auf Smartphones dann auch etwas lästig, wenn ich ehrlich bin. Der Angriffsvektor bei SSL wäre ja, dass jemand die zum Beispiel Zugangsdaten mitschnüffelt. Ja, kann natürlich auch im Heimnetz passieren, aber das macht man ja klassischerweise mit einer Man-in-the-Middle-Attacke und das aus dem Heimnetz heraus ist sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Wenn ich jetzt schon SAP-NZBD 24/7 auf einem Server zu Hause laufen habe, dann könnte ich ja auf die Idee kommen, ich schalte mir die SAP-NZBD-Ports einfach aus dem Internet frei und kann von jedem Standort der Welt aus auf mein Heimnetz bzw. auf SAP-NZBD zugreifen. Meiner Meinung nach ist das keine gute Lösung. Ich bohre mir hier ein Loch in meine Firewall, damit dieser Zugriff möglich ist und gleichzeitig müsste ich das Ganze ja ziemlich gut absichern. Ab diesem Zeitpunkt bräuchte ich tatsächlich ein vernünftiges SSL-Zertifikat für diese Anwendung. Ich müsste auch immer dafür sorgen, dass die auf dem aktuellen Stand gehalten wird, damit die halt nicht übernommen werden kann. Es gab auch jüngst tatsächlich Angriffe auf SAP-NZBD auf offene Instanzen im Internet. Dort wurde einfach eine NZB-Datei an SAP-NZBD geschickt. Diese hat dann dafür gesorgt, dass die Maschine, auf der SAP-NZBD gelaufen ist, zum Coin-Mining benutzt wurde bzw. missbraucht wurde. Eine Alternative wäre hier, diese Verbindung über einen VPN-Tunnel abzusichern. Ich kann zum Beispiel relativ einfach WireGuard oder OpenVPN auf meinem Gerät oder auf meinem Miniserver im Heimnetz installieren und darüber zugreifen. VPN-Server haben in der Regel einen Fokus auf einen sicheren Betrieb und vom Gefühl her würde ich sagen, bin ich damit eigentlich besser bedient. Ich muss mich in diesem Fall auch nicht zum Beispiel um SSL-Zertifikate kümmern. Zusätzlich hätte ich jetzt da noch den Vorteil, dass ich ja auch natürlich auf andere Dinge im Heimnetz, wie zum Beispiel eine Laufwerksfreigabe über SMB zugreifen kann, ohne dass ich dafür wieder einen extra Port freischalten muss. Das heißt, für einen VPN muss ich nur eine Portfreischaltung machen und nur eine Software aktuell und sicher halten. Dafür kann ich im Hintergrund eine ganze Menge Protokolle dann mehr nutzen, wenn ich mit dem VPN schon im Heimnetz gelandet bin. Meine Angriffsoberfläche ist damit geringer und der Administrationsaufwand ist auch geringer. Trotzdem bohrt man sich da ja eine kleine Sicherheitslücke in Anführungszeichen in sein Heimnetz, also da ist etwas Vorsicht geboten. Eine ganz andere Möglichkeit, SAP-NZBD aus dem Internet zugreifbar zu machen,
ist, SubNZPD gar nicht bei sich zu Hause zu betreiben, sondern auf einem Virtual Private Server im Internet. Jetzt mal rein aus der Sicherheitsbrille betrachtet, hat das den Vorteil, wenn diese Instanz übernommen oder gehackt wird, tja, dann ist der Schaden aber relativ begrenzt. Dann ist einfach dieser Virtual Private Server infiziert, den kann ich ganz einfach zurücksetzen und kann von vorne anfangen. Auf der anderen Seite, wenn ich einen ganzen Virtual Private Server habe und möchte den gegen Attacken absichern, dann muss ich jetzt nicht nur darauf achten, dass SubNZBD einigermaßen sicher ist, sondern auch die ganze Infrastruktur außenrum. Das heißt, ich muss gucken, dass das Betriebssystem regelmäßig aktualisiert wird und Sicherheitspatches bekommt. Jede Software, die darauf läuft, muss ich absichern. Ich muss die Verbindung über SSH zum Beispiel, wenn ich Linux habe, absichern und. Da habe ich also eine ganze Menge mehr zu tun und auch für meine SubNZBD-Instanz bräuchte ich jetzt hier ein SSL-Zertifikat. Nicht alle VPS-Anbieter geben auch eine Domain dazu, manche geben einfach nur eine IP-Adresse an. Ich persönlich finde, dieser Administrationsaufwand lohnt ganz einfach nicht. Da gibt es einfachere Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel Seedbox-Anbieter. Die kennt man jetzt klassischerweise aus dem Torrent-Bereich, das heißt, ich kann dort eine Torrent-Datei hinladen und dieser Seedbox-Anbieter übernimmt den Rest für mich und ich kann das Ganze dann zum Beispiel im Browser herunterladen oder kann einfach über WebDev, FTP oder andere Protokolle auf diese heruntergeladenen Dateien zugreifen. Ja, kennt man aus dem Torrent-Bereich, heißt aber auch, ich brauche irgendeine Torrent-Software, die darauf läuft und das Ganze für mich regelt. Geht natürlich auf so einer Seedbox nicht nur für Torrents, sondern auch für Usenet-Downloads, dort können also auch Instanzen von SubNZBD laufen. Der große Vorteil dieser Lösung ist für mich, dass ich keinen Administrationsaufwand außenrum habe. Das übernimmt für mich der Seedbox-Anbieter. Ich habe hier zum Beispiel mal Dedi Seedbox als Beispiel, die bieten genau das Setup an. Da habe ich schon mal den Vorteil, dass standardmäßig einfach schon ein SSL-Zertifikat installiert ist. Da muss ich mich also in dem Fall um nichts mehr kümmern. Die Übertragung meiner Zugangsdaten ist damit abgesichert. Ich muss mich jetzt auch nicht um irgendwelche SSH-Logins kümmern, die sicher sein müssen. Ich habe wirklich jetzt einfach dann nur diese Oberfläche. Ich muss einmal der Anleitung folgen, die mir Dedi Seedbox bereitstellt. Also ich muss Benutzername und Passwort setzen und dann kann ich auch schon loslegen. So, jetzt nochmal am Ende zusammengefasst. Ich kann SubNZBD lokal auf meinem PC laufen lassen. In der Standardeinstellung kann ich sowieso nur lokal von meinem PC auf diese Instanz zugreifen. Gehe ich einen Schritt weiter und mache das Ganze im Heimnetz erreichbar, dann sollte ich daran denken, Benutzername und Passwort einfach zu setzen, damit kein unberechtigter Zugriff aus dem Heimnetz auf meine Instanz erfolgt. Möchte ich das Ganze aus dem Internet zugreifbar machen, dann würde ich persönlich davon abraten, das im Heimnetz zu tun und SubNZBD direkt freizuschalten. Hier würde sich zum Beispiel ein VPN anbieten. Eine andere Möglichkeit, SubNZBD aus dem Internet zugreifbar zu machen, ist eine Instanz auf einem Virtual Private Server oder noch besser direkt bei einem Seedbox-Anbieter. Nutze ich diese Lösung, muss sich der Seedbox-Anbieter um das meiste kümmern. Er nimmt mir zum Beispiel die Konfiguration von SSL ab und um die Serverumgebung muss ich mir auch keine Gedanken machen. Ich hoffe, dass das Video dich jetzt davor bewahrt hat, fahrlässig deine SubNZBD-Instanz öffentlich ins Internet zu stellen. Ich würde mich aber auch freuen, wenn es andere Tipps gibt, die kannst du natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn du dir unsicher bist, schau auch gerne mal in die Kommentare. Ich habe eine sehr gute Community, die bestimmt auch den einen oder anderen Tipp noch hat, den ich jetzt im Video nicht genannt habe. Musik